will bis mindestens hier unten, also bis hierhin will ich den ordentlichen Weg bauen und dann buddel ich mich runter. Also so im Schnellformat oder im Schnelldurchlauf, wie auch immer man das sehen will. So, das weg, 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 weg. Weg mit dem Fett. Darf man jetzt noch ein paar... Ich glaube, viel weiter reicht es dann auch nicht so. Ich sage jetzt mal von den Ressourcen her. Weg, 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 weg. Alles weg hier. Ich mag das alles nicht hier. Ist alles scheiße. Außer die Musik. Die ist immer nett zu mir. Sie sagt mir zum Beispiel Bescheid, wenn Nacht ist. Oder ähnliches. Die Musik ist echt hilfreich. Moment, ich muss jetzt aber noch mal kurz ausprobieren, wie das ist mit den Dingern hier. Ne, das ist noch ein so niedrig. So. Oh, meine Quote ist echt gut, ey. Zwei falsche, ein richtiges gebaut. So, genau. Na, genau, so passt das doch schön. Fackeln kann ich auch mal zwischendurch platzieren. Kostet ja nichts. Also, naja, kostet schon was, die Fackeln, aber nicht allzu viel. Okay, hier ist wieder ein zu tief, das merke ich mir mal. Alter, mittlerweile ist mein Zimmer aber richtig warm, ey. Mir fällt gerade auf, dass ich voll die lange Aufnahme mache. Woran das wohl liegt, keine Ahnung. Ich nehme jetzt schon eine Stunde auf, ne? Das ist schon relativ spektakulär. Ja, spektakulär vielleicht eher weniger, aber schon ausdauernd. Habe ich eher seltener solche Phasen. Ne, so aus dem Inventar raus. Böses Inventar. So, jetzt hier alles zuklatschen. Ja, genau, einen höher muss ich noch bauen. Na. So. Ohne Verbauen schaffe ich das ja auch nicht. Das ist schon praktisch mein Markenzeichen. So, weg, weg, weg. Naja, so extrem übertrieben, mega hyper, mega dildo-mäßig baue ich jetzt aber nicht mit meiner Spitzhacke ab. Also dafür, dass das eine Eisenspitzhacke ist. Oh, rein tiefer. Genau. So passt das doch. Ich bin gleich out of Ressourcen. Deswegen wird das langsam hier ein bisschen doof. So. So ein bisschen nach unten buddeln. Okay, hier ist die perfekte Höhe. Das ist die perfekte Höhe, das ist die, die ich so mag. Das ist da, wo ich springe und perfekt die nächste Plattform erreiche. Yeah! Sag nichts gegen meine Musik, die ist voll gut. So, da da. Da da da. Da 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 da. So, Block für Block arbeiten wir uns weiter voran. Bald, irgendwann in 10 Jahren, können wir mal hier auf unseren Schacht zurückgucken und sagen, hey, hast du gut gemacht. Ja, eine Fliege greift mich an. Hilfe! Oh, du hast Angst vor einer Fliege. Du musst so männlich sein. Ja, nur wahre Männer haben Angst vor Fliegen. Weil nur wahre Männer die Intelligenz dazu besitzen, dass sie wissen, dass Fliegen böse sind. Keine Ahnung. So. Alle platzieren. Oh, jetzt ist hier aber dunkel drin. Da, da. So. So sieht das fürs Erste ganz gut aus, aber jetzt kommt es zu der Situation, wo ich mich ganz schnell hochbaue, runterbaue, um Kupfer und Eisen zu finden. Optimal wäre es natürlich, wenn wir eine Kupferrüstung hätten und Eisenschwert, also so Eisenwerkzeuge, um es kurz zu machen. Das fände ich optimal. Also dann würde ich, glaube ich, 100% in die Corruption gehen. Ich guck mal, wie viel ich hier unten scheffel, ob ich dann auch vielleicht möglicherweise einen zweiten Durchgang hier unten machen muss. Das weiß ich ja nicht genau. Aha. Es funktioniert. So.
Hier noch ein paar weg. Genau, kann man hier hoch. Ja, das sind jetzt nicht die perfekten Abstände, ich weiß es. Die Abstände, die ich vorhin noch so gehuldigt habe. Aber, egal. So, da unten jetzt noch rein. Nee, das ist falsch. So. Dahin. Und tiefer runterbuddeln. Hoffentlich finden wir gleich eine coole Höhle. Und nicht nur hier dieses Wasser. Alter, ich muss sagen, ich schwitze gerade wie ein Bulle, ne? So heiß in meinem Zimmer, so heiß. Ach nö, jetzt ist ja Wasser. Das ist jetzt doof. Geil, da muss ich mir ein bisschen helfen. Mit Dirtblöcken. So. Hä? Wie ist denn jetzt hier das Wasser reingekommen? Verstehe ich nicht. Hä? Ach, das Terraria merkt sich, dass da Wasser war und dann... Ah, interessant. Wirklich interessant. Das heißt, das Wasser kann man, glaube ich, so dann niemals komplett wegmachen, oder wie sieht das aus? Ich mache mir gerade so einen kleinen Bunker rein. So. Schock in meinem Bunker! Ist das Ei... Erde oder ja? Ich kann Erde und Clay so gar nicht auseinanderhalten. Sieht hier so gleich aus einfach. Alles muss gleich aussehen! Gut. Ah, da ist auch schon gleich das Ende vom Meer. Das Ende ist ja immer schön. Außer das Ende ist verkackt, wie in Mass Effect 3. Na, ich habe es leider selber nicht gespielt, deswegen kann ich das eigentlich... Kann und darf ich das eigentlich nicht einschätzen, aber... Ich kann ja mal so die allgemeine Meinung wiedergeben. Wieso denn nicht? Ach doof, das ist glaube ich auch Wasser. Hm... Doof. Okay, also rauskommen tue ich schon mal immer einfach. Das erfreut mich ja schon mal. So, hoch. Noch ein Löcher. So. Einfach mal hier so ein bisschen wegbuddeln. Einfach nur, damit der Wasserstand sinkt. So, jetzt mal kurz raus. Luft holen. Wieder rein. Moment, ich kann ja mal hier... So. So, jetzt hier Wand ziehen. Luft holen. Wieder runter. Oh, jetzt habe ich da Clay platziert. Egal. Halb so wichtig. Ich glaube, Clay ist auch nicht so wertvoll. Also ich treffe davon immer relativ viel, auf jeden Fall. So. Auch weiter nach unten buddeln. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. LOL! Alter! Alter! Nein! Alter! Wieder verarschen, oder? Was ist denn das hier, ey? Ja toll, ich bin da nicht unten rausgekommen. Was soll ich denn tun, wenn mich ein Zombie angreift und ich auch noch Luft holen muss und noch keine Plattform gebaut habe? Ist doch voll scheiße. So, jetzt schnell Plattform-Dinger. Dass die aber auch von ganz oben reinfallen können, ne? Das geht doch gar nicht, meine Türen sind doch zu. Oh, so. Ach ne, ich muss ja erstmal mein Inventar wieder neu sortieren. So. Das kommt dahin. Heavy Copper Hammer. Also mittlerweile müsste ich ja auch seltene Copper Hammer und Copper Äxte haben. Das ist der Vorteil davon, wenn man... Ach, hallo Auge. Das ist der Vorteil davon, wenn man so oft stirbt. Ja, es hat auch Vorteile aufzusterben. Aua. Alter... So. Alter, ich glaube, ich muss das jetzt mal fixen, dass wir nicht von oben einfach reinjumpen können.
So, ich mach das hier mal lieber mit dem Bogen. So nach dem Motto Safety First. Ich bin ja schon oft genug gestorben in dieser Aufnahme. Aber wieso kommen die denn von da oben rein? Die müssen ja hier aus dem Schacht kommen. Wie kommen die hier in den Schacht rein? Gar nicht. Die können auch keine Türen öffnen. Außer bei Blood Moon oder wie das heißt. Und das haben wir gerade nicht. Oh, ich habe den Grabstein noch nicht abgebaut. Verstehe ich nicht. Nee, ich will es oder kann es einfach nicht verstehen. Wahrscheinlich spawnen die hier unten und jumpen dann hier rein oder so. Das könnte ja durchaus sein. Deswegen muss ich hier mal so ein bisschen die Sicherheitsvorkehrungen hochschrauben. So. Obwohl, ich baue lieber noch einen weiter so. Weil dann muss ich das nachher nicht alles abbauen für den Dreierweg, ne? If you know what I mean. So, hier kann ich ruhig direkt so eine Wand bauen. Oh ja, die spawnen hier, glaube ich, unten. Alter, und jetzt bin ich einfach gestorben, deswegen. Finde ich voll schön. Hier kann noch eine Fackel hin. Dass sie mir nicht hier mitten im Ding auch noch spawnen. So. Wie löse ich jetzt eigentlich das Problem mit dem Wasser? Das weiß ich noch nicht so ganz. So, Moment. Erstmal kann ich hier auch noch die Seite hier zumachen. Ich weiß, man sieht es schlecht gerade, wo ich hier bin. Oder ich persönlich sehe es gerade schlecht. Weil Fraps hat ja so... Oh Leute, ich muss Luft holen.